zweiter Stock. Ich bin der Thomas Heidenberger, bin 50 Jahre alt, lebe in Isselsberg und kandidiere bei der Nationalratswahl 2013 für die Grünen. Zweiter Stock. Mein Name ist Gerald Hauser, bin schon lange im politischen Geschäft und als Kämpfer für den Bezirk Osttirol und für die Anliegen der Bevölkerung, glaube ich, hinlänglich bekannt. An sich bin ich studierter Wirtschaftspädagoge. Ich bin Volksschullehrer mit Leib und Seele, bin ein begeisterter Naturfreund und Holzwurm und ich habe mich dafür entschieden, für die Natur einzutreten und für die Umwelt einzutreten. Na, ich bin engagiert und ich hoffe fleißig, damit ich für den Bezirk Osttirol auch jenseits der Parteipolitik viel für die Bevölkerung erreichen und bewirken kann. Ich will den Menschen bewusst machen, dass es nicht auf Dauer so weitergehen kann, wie wir es in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Es war noch nie sinnvoll, auf Dauer auf dem Ast, auf dem man sitzt, zu sägen. Und ich hoffe, dass möglichst viele Leute das möglichst bald verstehen. Na, ich möchte Osttirol anständig und engagiert im österreichischen Parlament vertreten. Bin froh, dass mich die Freiheitliche Partei landesweit an zweiter Stelle aufgestellt hat und damit habe ich wirklich eine gute, realistische Chance. Ich konnte noch nie lügen. Ich konnte noch nie verstehen, warum manche Dinge, die schon klar auf der Hand liegen, einfach nicht in das allgemeine Bewusstsein übergehen. Und viele Leute so tun, als ob es diese Erkenntnisse bisher nie gegeben hätte. Am 29. September werde ich blau wählen und den Gerald Hauser die Vorzugsstimme geben, auch landesweit, bundesweit und hoffe auch im Bezirk. Am 29. September werde ich Wahlbeisitzer sein in der Gemeinde Nussdorf-Dewand und bin schon gespannt, wie das Ganze da laufen wird. Ich hoffe natürlich dann, dass unser Programm bei den Menschen ankommt. Und hoffe, dass ich dann am Abend einigermaßen zufrieden sein kann. Unser Bildungssystem? Ist höchst renovierungsbedürftig. Ich bin ja selber studierter Wirtschaftspädagoge. Da gibt es viel zu sagen. Weniger ist da auch in der Bildung mehr. Es müsste also wirklich mehr Zeit zum Beispiel zum Üben in der Schule bleiben. Grundfertigkeiten, Lesen, Schreiben, Rechnen. Auf das muss man absolut Wert legen. Unser Bildungssystem wäre aus meiner Sicht dringend reformbedürftig. Ich bin jetzt selber 30 Jahre drinnen. Wir haben jetzt viele, viele Jahre immer nur an der Oberfläche gekratzt und gespachtelt. Und in der Struktur des Gebäudes, da sind einige Schwachstellen drinnen, die man dringend beheben müsste, weil wenn man das weiterhin nicht tut, dann besteht die Gefahr, dass das Gebäude einstürzt. Politik gefällt mir, weil... Nur weil es mir in die Wiege gelegt worden ist. Mein Opa war schon Bürgermeister von St. Jakob 12 Jahre. Ich bin an sich in einer politischen Familie aufgewachsen und die Politik ist mittlerweile ein Hobby von mir, eine wirklich rundherum Beschäftigung. Und deswegen bringe ich immer noch viel Freude auf, wenn ich vor allem für die Bevölkerung was Gutes tun kann. Und ich glaube doch, dass es wichtig ist, dass die Politik versucht zu gestalten und nicht nur zu verwalten. Also meine Auffassung von Politik wäre, eine Idee irgendwo hinzustellen und diese Idee dann auch wirklich anzustreben und nicht so als Hinterherlaufender zu versuchen, Fehlentwicklungen noch im letzten Moment abzubiegen. Der Bezirk ist für unter 25-Jährige so attraktiv, weil... Ja, ob man die Ansicht eins zu eins unterschreiben kann, kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben sicher unsere strukturellen Probleme und ich glaube, es ist nicht das einzig Wichtige, dass wir in alle Richtungen eine Autobahnanbindung haben. Wir haben einfach ein Potenzial in der Gegend, das woanders nicht mehr vorhanden ist, weil dort die Entwicklung einfach schon drüber gelaufen ist über das Ganze. Und ich glaube, wir können aus dem, was bei uns vorhanden ist, sehr viel machen, wenn alle zusammenhelfen. Für unter 25-Jährige ist es so, dass wir schauen müssen, vor allem, dass wir zukünftig leistbare Wohnungen, aber auch dementsprechend Arbeitsplätze für unsere Jugend haben werden, damit viele Jugendliche vermehrt auch im Bezirk bleiben können. Das absolute Aushängeschild für den Bezirk ist? Mei, da gibt es
Gott sei Dank viele. Wir haben also da viele, viele Persönlichkeiten, die wir kennen und die also sehr viel für den Bezirk Osttirol tun. Aber mein Dolomitenmann haben wir kurz erst hinter uns gebracht. Werner Grissmann tut wahnsinnig viel. Auch ein Dörl Franz, als Obmann des Tourismusverbandes Osttirol, engagiert sich. Oder wenn ich da gerade hinausschaue und die wunderbare Skulptur von Jos Birker zum Beispiel sehe, macht wahnsinnig viel. Ein Hans Seicher zum Beispiel, der so für das Servus TV das Layout etc. macht. Also wirklich viele, viele Persönlichkeiten, die das gute, positive Image Osttirols hinaustragen. Ja, für mein Gefühl ist das Aushängeschild für den Bezirk einfach der Status, wie er ist, dass er zwar jetzt im wirtschaftlichen Bereich nicht unbedingt rosig ausschaut, aber dass er ein hohes Entwicklungspotenzial hat, viel mehr als in anderen Bereichen, wo eigentlich die Entwicklung schon über das Gebiet drüber gelaufen ist und wo man dann einfach nicht mehr die Ressourcen und die Möglichkeiten hat, etwas weiter zu bewegen. Und ich hoffe sehr, dass man nicht im Bezirk Lienz Fehler kopiert oder Fehler auf anderen Ebenen macht, die woanders schon passiert sind. Osttirol braucht unbedingt viel mehr engagierte Politiker und viel weniger Parteipolitik. Viel gescheiter war, wenn man versuchen würde, gemeinsam für den Bezirk wichtige Sachen weiterzubringen. Diese permanente Parteipolitik, wo man versucht, also den anderen zu blockieren, das ärgert mich sehr. Ja, Osttirol braucht unbedingt ein an einem Strang ziehen. Es hat keinen Sinn, wenn sich politische Vertreter und andere Gruppen gegenseitig die Energie totlaufen lassen. Wir müssen einfach versuchen, mal einen Weg zu finden, wo man in eine gemeinsame Richtung weitergehen kann. Für die Nationalratswahl habe ich? Na, das Ziel, gut abzuschneiden. Ja, für die Nationalratswahl habe ich die Hoffnung, dass die Kräfteverhältnisse sich so weit ändern, dass die bisherige Regierungsform nicht mehr möglich ist. Der Direktzug Lienz-Innsbruck war? Ja, das war eine Frotzelei von ÖVP und den Grünen, dass sie uns also wirklich so brutal verraten haben und so brutal in den Rücken gefallen sind. So etwas habe ich also selten erlebt, dass man einen Bezirk so verraten kann, wie das also passiert ist. Ja, aus unserer Sicht natürlich keine tolle Sache. Es war dann auch in der Kommunikation unserer Gruppe kein Ruhmesblatt. Da sind sicher Fehler passiert. Aber ich glaube doch, dass das ein Erbe ist, das wir zu verwalten haben. Und ab der nächsten Fahrplanumstellung sollte es dann wirklich auch spürbare Verbesserungen für alle Osttiroler und Osttirolerinnen geben. Wenn ich vor Auftritten in der Öffentlichkeit nervös bin? Ja, bin ich nicht. Ja, muss ich jetzt sagen, bin ich nicht wirklich. Wenn ich an Osttirol in 20 Jahren denke, denke ich an? Na, dass wir weiterhin so eine wunderschöne Landschaft haben, dass wir im Tourismus erfolgreich sind, keine Ahnung, 25% mehr Übernachtungen erzielen, dass wir ein paar gescheite Betriebe in den Bezirk bekommen haben, damit wir der Jugend eine Chance geben, dass wir leistbare Wohnungen haben, auch Jugendstadtwohnungen zum Beispiel, oder zum Beispiel auch ein Familienfreizeitticket, das leistbar ist, also ist vieles zu tun. Denke ich daran, dass mehr junge Menschen im Bezirk leben und denen es da gut geht, dass wieder mehr Kinder in den Volks- und Hauptschulen oder wie es immer dann heißen wird, sein werden und dass man die Probleme, die man heute konstatieren muss, zumindest so weit überwunden haben, dass man einen Weg weiß, wie es weitergehen kann. Im Verlauf meiner politischen Karriere musste ich erst erlernen? Man muss schon einiges lernen, dass das, was so im privaten Bereich gesprochen wird, nicht dasselbe ist, was dann in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Mit Niederlagen umzugehen, man gewinnt ja auch nicht jede Wahl, aber man hat auch, oder ich habe auch lernen müssen, dass es zu viele Politiker gibt, die Versprechungen nicht einhalten und eben zu viele Partner, denen man in letzter Konsequenz nicht trauen kann. Ein besonderes Anliegen im Bezirk ist mir? Ist mir, dass es denen, die im Bezirk leben, in Zukunft wirklich spürbar besser gehen wird. Ja, dass zum Beispiel die Jugend eine Chance hat, aber auch die Senioren. Ich meine, das ist immer die breite Palette. Also es muss eine Zusammenschau sein zwischen jung und alt, zwischen, sage ich jetzt einmal, zwischen ganz wurscht, welche Couleurs.